Ich schaue auf jeden Fall mit einem Lächeln zurück und denke mir manchmal, heilige Scheiße, ist das schon lange her. Aber auf jeden Fall wie so ein kleiner Bruder, würde ich sagen. Es gab voll viele Parallelen. Er hatte am gleichen Tag Geburtstag und also so voll viele Parallelen zu unser Leben, würde ich sagen. Aber ja, also es war einfach einer der besten Mates, die ich hatte, würde ich sagen, und ein sehr, sehr, sehr guter Freund. Wenn man die Besten sagen müsste, müsste man wahrscheinlich Forrest und Neo, würde ich dann sagen, weil die waren nochmal besonders, Get Right auch, aber die beiden waren ein bisschen länger, ein bisschen besonders, würde ich sagen. Hi und herzlich willkommen zum Counter-Strike Legenden-Interview und bei mir zu Gast ist Fatih Daik, besser bekannt als Gobby. Man muss nicht mehr so viel sagen, der bekannteste Counter-Strike-Spieler in Deutschland, hat früher Counter-Strike 1.6 Maus natürlich nach vorne gebracht und auch Counter-Strike Global Offensive, jetzt bei Big, sehr erfolgreich. Fatih, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, zum Glück hat es jetzt mal geklappt, etwas spontan zum Glück und ich bin froh, hier zu sein. Ich wünschte, ich wäre jetzt früher da gewesen, aber wir hatten viel zu tun leider, ja. Alles gut, es hat geklappt, freut mich sehr. Und natürlich an dich die legendäre erste Frage. Was hat es mit deinem Nickname auf sich? Mein Nickname ist relativ easy eigentlich zu erklären. Der kommt von Goblin, da die Kürzung Gob. Und das B ist sozusagen ein Tribut an einen verstorbenen Freund, der Selbstmord begangen hat. Und seit dieser Zeit bleibt das B und deswegen dann Gob B. Mit welcher Counter-Strike-Version hast du damals angefangen? Ich würde sagen, angefangen richtig habe ich mit 1.3. Man kann das immer vorher mal vielleicht ein bisschen gespielt, aber so ein bisschen intensiver war 1.3. Da kam relativ schnell 1.4. War ja ganz, ganz kurz nur da, dann 1.5. Und ja, seit 1.3 würde ich sagen, habe ich so angefangen, so am Anfang ein bisschen zu spielen und dann regelmäßig halt 1.5 würde ich sagen. Du bist jetzt seit fast 20 Jahren dann wirklich in der Counter-Strike-Szene aktiv, als Spieler zuerst in 1.6, dann in Counter-Strike Global Offensive, Coach, Influencer, Werbegesichter, als auch unter anderem für Müllermilch gewesen. Welche Bedeutung hatte für dich Counter-Strike auch für deinen Lebensweg? Ja, das ist auf jeden Fall der Weg, der für mich so vorbestimmt war, würde ich sagen. Es ist einfach das Spiel, wo ich immer noch sehr liebe, immer noch so viel Spaß habe, über alles zu machen und bin froh, dass man dadurch eine Karriere starten konnte. Ich könnte mir eigentlich ohne Counter-Strike nicht mehr vorstellen. Deswegen, also bedeutet mir eigentlich alles. Was macht für dich die Faszination Counter-Strike aus? Ich denke, die Faszination Counter-Strike ist einfach zu erklären. Es ist leicht zu erklären für den Zuschauer, aber sehr schwer zu mastern. Und ich glaube, als Zuschauer versteht man das auch relativ schnell. Oh, das war jetzt was sehr Gutes, das war vielleicht nicht so gut, aber man kann relativ schnell verstehen und es macht unfassbar viel Spaß zuzugucken und ich glaube, dieses leicht zu verstehen, aber sehr schwer zu mastern Konzept ist einfach perfekt umgesetzt bei dem Spiel und deswegen ist es so zuschauerfreundlich und deswegen so erfolgreich, würde ich sagen. Du bist jemand, der natürlich in der Szene sehr bekannt ist und auch bei Events sieht man dich immer dann mit Fans Autogramme geben, plaudern, Fotos machen. Wie fühlt man sich denn da? Ist es so ein bisschen so ein Star-Gefühl? Es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich würde sagen, es ist so, gehört zum, ich sag mal nicht Job, aber es gehört einfach zum Gob-B-Sein dazu. Ich sehe mich jetzt auch nicht so als Star, sondern ich freue mich eigentlich, besonders jetzt halt nach ESL, wir sind gerade kurz nach ESL One Cologne. Da hat man auf jeden Fall, fühlt man sich natürlich schon wie ein Star, aber ich denke eher so, dass wir das den Fans nicht schuldig sind, aber ich will denen das halt zurückgeben, weil ich finde es einfach auch cool, ich mache das auch wirklich sehr gerne, also natürlich sagt man das immer, aber ich mache das wirklich sehr, sehr gerne, dass ich mir dann Zeit nehme und besonders in diesem Wochenende noch mehr Zeit als vielleicht normal und leider hatten wir dieses Wochenende mehr Zeit, weil wir es nicht in die Arena geschafft haben, aber also es gehört auf jeden Fall ein bisschen dazu und ich habe all die Jahre lernt man das ein bisschen mit der Kamera umzugehen, mit den Leuten umzugehen und mit den Leuten vielleicht ein bisschen zu reden, um vielleicht ein bisschen deren Nervosität zu nehmen. Deswegen hat es mir sehr eigentlich gefallen, auch das jetzt wieder zu machen und es macht mir extrem viel Spaß, mit den Fans so ein bisschen zu interagieren. Ich kann mich noch gut an den Start deiner Counter-Strike-Karriere erinnern. Wir hatten ja auch mal dann 2006 auf der EPS LAN-Relegation gegeneinander gespielt. Du warst bei GameTech, G-Style, 360 Esports,
Frankfurts Finest und dann natürlich klar, 2007 ging es zum Mousesports. Aber wenn du mal ganz zurückblickst auf die Anfänge deiner CS-Karriere, war es für dich damals schon absehbar, dass das alles sich so entwickelt und dass du wirklich auch so viele Erfolge dann einfahren wirst? Nee, überhaupt nicht. Also so Leute wie Roman R. oder Blizzard halt waren eigentlich so irreal und nicht zu greifen. Und wenn später halt in meiner Mousesports-Zeit war ich dann halt mit denen sehr gut befreundet. Und man hat halt ist feiern gegangen oder hat vielleicht mal sich mittags getroffen, was zu essen oder halt auch auf den Events. Also von diesem Sprung von Fan sein zum, ich sag mal, ja, Partner beziehungsweise vielleicht auch halt so auf einer gleichen Ebene zu sein, ging ganz schnell bei mir halt wirklich ein, zwei Events oder auch in ein, zwei Jahren. Und das konnte ich gar nicht so wirklich greifen, würde ich mal sagen. Und dann war es irgendwann nur noch Standard. Also das ging so von was Besonderem zu Standard ging voll schnell und das andere ging auch voll schnell. Deswegen ist das so ein bisschen, wenn man halt, ich sag mal, relativ schnell Erfolg hat, ist das manchmal schwer zu erkennen. Im Nachhinein freue ich mich, dass die so gute Freunde geworden sind und dass ich halt so schnell zu den Leuten aufgestiegen bin, die ich sozusagen immer sehr bewundert habe, auch wie Capio zum Beispiel und so. Deswegen war das sehr cool. Und dann waren die halt nur noch einfach meine Freunde und das war so eine normale Freundschaft, würde ich sagen. Das hat man dann nicht mehr als was super Besonderes gesehen. Und das ist eigentlich auch was Cooles, weil sie dann einfach zu normalen Menschen werden und zu sehr guten Freunden. Was sind deiner Ansicht nach die Erfolgsfaktoren bei dir gewesen, dass es dann doch alles so gekommen ist, wie es gekommen ist? Ja, ich denke, eins der wichtigsten, ich denke mal, Sachen war auf jeden Fall harte Arbeit und der Drang halt, also der Hunger. Und diese beiden Kombinationen ist einfach sehr tödlich, wenn man halt hungrig ist und noch dazu bereit ist, sehr hart zu arbeiten. Ich glaube, das war so das Wichtigste und der Hunger war sogar noch mehr als die harte Arbeit, obwohl ich als ein sehr harter arbeitender Spieler bekannt bin. Aber der Hunger war einfach nicht zu stillen und ich glaube, das war so die zwei wichtigsten Faktoren, würde ich sagen. Du hast damals quasi auch schon 2005, 2006, als du in der ERS gespielt hast und dann ja auch EPS LAN-Relegation, dir schon klar gesagt, hey, ich möchte wirklich an die Weltspitze kommen? So würde ich es nicht sagen, aber ich habe gedacht, dass ich besser bin als viele, die da oben sind. Also von meiner Confidence her war ich schon immer sehr confident. Und ich würde sagen, dass ich gesagt habe oder ein bisschen arrogant war in der Hinsicht, dass ich gesagt habe, ey, ich bin besser als die und die Zeit wird kommen, dass ich es zeige. Aber so gesagt, dass ich unbedingt ich möchte jetzt Pro werden, bei Mousesports spielen, das war noch zu weit weg, würde ich sagen. Und man hat auch damals gedacht, man spielt, wird es nie schaffen, bei Maus zu spielen, weil die werden eh nie ihr Line-Up wechseln und da gibt es ja gar keinen Platz mehr und Attacks Team ist voll, das wird sich auch nicht ändern und so. Also das war gar nicht im Raum, aber ich war auf jeden Fall sehr zufrieden, mit den Frankfurter Jungs zu spielen und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und war auch sehr wichtig für meine Karriere, würde ich sagen. Du hast ja damals zusammengespielt, unter anderem mit Milat, Philipp. Das war früher dann einfach so gemeinsames Zocken mit Freunden oder wie kann man sich das vorstellen? Man kann sich so vorstellen, bevor wir noch in die Rele und die ERS sozusagen Season gespielt haben, hat man so die Anfänge mit den mit seinen Kollegen gemacht. Wir sind alle auf die gleiche Schule damals gegangen. Milat nicht, aber Bautzka und Philipp. Und haben noch mit anderen Kollegen so ein bisschen ein Team gegründet. Und wir waren damals Dreaming, glaube ich, hießen wir. Also sozusagen so ein Team. Das war noch ein bisschen so, ich sag mal, Spaß. Aber wir hatten schon Ambitionen, sehr gut zu spielen. Und ja, irgendwann hat man dann hier und da noch, ist vielleicht mal einer abgesprungen, hat nicht mehr spielen wollen oder so. Dann kam immer jemand dazu. Und dann waren wir kurz vor der Rele. Da waren wir Bautzka, ich glaube, wir haben seinen Geburtstag gefeiert oder so in einem Club hier in Frankfurt. Und da war dann Milat natürlich auch da, weil er war immer unser Freund eigentlich. Und da haben wir gesagt, ey, wir müssen eigentlich zusammen machen und wir brauchen so einen erfahrenen Spieler im LAN. Er hatte schon EPS gespielt und hat dann gesagt, okay Jungs, ich helfe euch aus und ich suche mir dann kein neues Team, sondern ich glaube sozusagen an das Projekt. Und hat uns dann zum Glück geholfen und durch seine Erfahrung und durch sein Talent sind wir auch dann, haben wir es dann auch geschafft, würde ich sagen. Wenn du sagst, in EPS aufzusteigen, ja. Genau, genau. Und wenn du sagst, ihr wart ja früher auf der gleichen Schule, sprich, du hast dann auch dann dein Abitur da dort gemacht mit den Jungs zusammen. Ja, genau.
Also Philipp ist dann irgendwann von der Schule gegangen mit Bautzke. Also mit Sinan habe ich dann mein Abitur auch gemacht und habe voll die schöne Erinnerung an diese Zeit. Halt viel gezockt, viel gegamed, aber auch immer mal lernen gewesen mit den Jungs und wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Darf man den Abi-Schnitt erfahren? Den darf man erfahren. Ich glaube, der war 3,3 oder so. Ich war nicht ein besonders guter Schüler, aber ich wusste schon relativ früh, was ich studieren wollte und ich wusste, dass der NC frei ist. Also eine kleine Entschuldigung für meinen schlechten Durchschnitt, aber ich war auch nicht ein besonderer Schüler, würde ich sagen. Immer ein bisschen faul gewesen, aber nur wenn es ums, also nicht wenn es, also ums Hausaufgaben habe ich fast nie gemacht eigentlich. Aber wenn es so ums Lernen oder so ging, da war ich dann schon, also war ich dann schon am Start, aber meine Rechtschreibung war etwas zu schlecht, würde ich sagen. Früher war es ja gerne mal so, Counter-Strike war ein bisschen verpönt, auch vielleicht bei den Eltern. Kannst bei mir erinnern noch, ne? Da hieß es, warum verplemperst du quasi deine Zeit? Wie sah es bei dir aus vom Support der Eltern? Ich würde sagen, nicht so stark dagegen gewesen, aber immer sozusagen mit dem Ziel, vergiss das Ziel nicht, mach dein Abitur, mach dein Studium. Und ja, das hat sich dann im Laufe der Jahre dann ein bisschen geändert, weil sie gesehen haben, wie groß das alles werden kann. Und es war ja auch nicht von mir von Anfang an geplant, ey, ich möchte nicht das machen, ich möchte nicht das machen, ich möchte unbedingt die Gaming-Karriere voranbringen. Nein, das war am Anfang halt, also wo ich dann bei Mausbrutz war, war es natürlich ein Job, aber man wusste nicht jetzt in der Zukunft, wie es weitergehen wird. Jetzt, wenn ein 16-Jähriger die Chance hat, Pro zu gehen, weiß er, dass da eine große Karriere auf ihn warten kann, die sich auch finanziell lohnt und womit er auch abgesichert werden kann. Was hast du dann nach der Schule studiert? Was hast du gemacht? Ich habe Maschinenbau studiert, direkt auch danach, was ich auch den Leuten nicht unbedingt empfehlen würde. Also nach so einem Abi würde ich mir nochmal ein Jahr, hätte ich mir ein Jahr freigenommen, hätte ich vielleicht das Studium auch durchgezogen. So war das halt ein Jahr lang Struggle, bei Mouseboards angefangen. Und Maschinenbau ist ein echt ein schwieriger Studiengang, der sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und hier und da immer meine Klausuren geschrieben, auch Musterstudent gewesen, also immer da gewesen. Aber das wurde dann immer weniger, weil Sales immer mehr wurde und ja, dann irgendwann auch nicht abgeschlossen und die ist der Schiene gefahren, würde ich mal sagen. Der große Durchbruch war im Jahr 2007, als du mit ID Gaming beim ESWC in Paris warst, denn danach hat dann Mouseboards angeklopft und gesagt, sie würden dich gerne verpflichten. Weißt du noch, wie damals die quasi Transfergespräche gelaufen sind bei Ja, Mouseboards? also ich weiß noch ganz genau, wir hatten das erste Spiel gegen, ich weiß nicht mehr wen gespielt, auf Nuke. Und ich weiß noch eine Szene, weil ich mich gut erinnert hat, weil ID hatte mich gefragt, weil sie mussten ein Stand-in besorgen für, ich weiß gar nicht mehr genau Ich wen. glaube, Nuki war es. Ja, kann sein, ich weiß nicht mehr genau wen. Und sie mussten aber Leute fragen, die nicht den deutschen ESWC Qualifier gespielt haben. So sind sie erst überhaupt auf mich gekommen, weil ich habe die Finals davor gespielt mit G-Live, glaube ich. Oder mit 360, ich bin mir nicht mehr sicher. Und die haben dann mich gefragt, ey, willst du nicht spielen? Es waren so 2, 3 Tage Training hatten wir. Und ich musste auch, weil ich musste ein Praktikum machen für mein Studium. Also hatte ich auch den Sommer nicht frei eigentlich, aber ich habe dann da wo ich Praktikum gemacht habe, gesagt, ey, ich muss doch mal irgendwas machen, so bla. Ich habe irgendwelche Ausreden gesucht. Die haben gesagt, ja, Mann, geh einfach. Ich dachte mir, optimal, dann kann ich da hingehen. Hatten noch 3 Tage Training und ich habe in den 3 Tagen Training die ganze deutsche Szene auseinandergenommen in den Pracs, aber so richtig. Und dann haben die Leute schon geflamed. Also auch Leute, die ich gut kenne und die wissen, dass ich eigentlich im LAN auch sehr gut spiele, haben geflamed. Ey, das will ich aber auch im LAN sehen, auf internationalem Niveau. Also ich hatte ein bisschen Pressure, aber ich war sehr confident. Dann kamen wir zu dem Spiel auf Nuke und die haben damals, falls du dich erinnerst, gab es das Main Roof und da konntest du einen Viererturm machen für den Außen-Cat-Boost. Und das haben die machen wollen. Ich hatte so einen ganz guten Start und die machen diesen Viererturm und ich töte halt 4 Leute direkt und das war so mein Start in die LAN, daran erinnere ich mich noch gut. Und danach, die LAN an sich lief sowieso sehr gut, aber nach dem ersten Spiel, welches sehr gut für mich lief, kam halt Navid, wollte so, ey komm, wir gehen kurz raus oder lass mal kurz rausgehen. Und mit Navid hatte ich eigentlich schon eine gute Connection durch Milat, wir haben immer gegattert, also auch damals, bevor ich noch EPS gespielt habe, haben die mich zwar immer geflamed, dass ich gecheatet habe und den Gathers und ey, Milat, bring den nicht mehr und so, den ERS-Cheater. Aber als wir dann diese LAN-Delegation geschafft haben und ich in die EPS-Teams gekommen bin, waren Navid und Flext
innerhalb von einer Sekunde haben nämlich in IRC noch damals mir angeschrieben und haben mir gratuliert und haben gesagt, dass ich sehr, sehr gut gespielt habe. Also ich habe ein bisschen Respekt gegeben dort. Deswegen waren wir eigentlich ganz cool, sind rausgegangen und da hat er mich schon gefragt, willst du nicht nach dem Turnier, weil wir wollen jetzt einen Umschwung bei Mausports machen. Wir brauchen zwei neue Spieler. Und das Witzige ist, sie haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall dich. Damals hat Navid schon gesagt, ich will auch, dass du ansagst, aber ich will erst, dass du verstehst, wie ich denke. Also ich werde ansagen. Also der hatte damals schon so einen Plan, dass er die ersten Monate ansagt und ich danach. Und der zweite Spieler sollte, hat er als Beispiel genannt, Nuki werden, weil der hatte eine sehr gute Saison gespielt. Und ich habe gesagt, nein, auf jeden Fall nicht, weil ich wollte halt dann Toni mitnehmen, Six. Und so kam das, dann habe ich aber irgendwann abgesagt, weil ich gesagt habe, ey, ich möchte nicht bei euch spielen, weil ich will auf jeden Fall noch ein bisschen bei den Frankfurter Jungs bleiben. Und dann ging es ein bisschen hin und her und dann hat Colli, also Burak, gesagt, ey, bist du blöd, Mann, was machst du, du musst es auf jeden Fall annehmen, wir sind dir auf jeden Fall nicht böse oder so. Und dann kam das eine zum anderen, dann bin ich mit Todi zum Mausports gewechselt. Also viele, viele kleine witzige Geschichten dort. Wie groß war bei dir die Freude, als du dann beim Mausports unterschrieben hast, aber auch so ein bisschen vielleicht den Respekt, den du hattest? Ja, definitiv. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich kann mich nur noch an... Also ich habe ja gesagt vorhin noch, dass mein Gehirn anders funktioniert, wenn es in Sachen CS geht. Und zum Beispiel das außerhalb weiß ich nicht mehr, aber ich weiß zum Beispiel noch genau, wie das erste Practice ablief. Und einer der wichtigen, also so, ich habe die halt ein bisschen kennengelernt, also so mit Franz, Manu hatte ich jetzt nicht so viel zu tun am Anfang. Man kannte sich ein bisschen, vielleicht hier und da, aber mit Navid hatte ich schon relativ viel gespielt. Und als wir dann sozusagen jetzt offiziell gejoint sind, ins, ich glaube damals noch Ventrilo, wenn ich mich nicht erinnere, also das damalige Teamspeak, sind wir hingekommen und dann haben die uns angestimmt, so einen auf, ey, jetzt sind wir doch in einem Team, gib mal TCP-Settings. Und ich kann mich halt bei solchen Sachen nicht aus, aber Toni kannte sich sehr gut aus. Und so einen auf, die wollten erstmal die guten Settings haben, damit sie gut online sind. Und dann haben wir Nuke gespielt, erstmal so zum Warmwerden. Lief sehr gut, ich hatte sehr viele krasse Szenen, wie ich mich erinnere. Aber ich hatte nichts, wenn ich mich jetzt dran erinnere, kam ich eigentlich immer relativ gut mit dem Druck um. Nur mit den Niederlagen musste ich noch auf jeden Fall lernen, aber das wusste ich bis dahin nicht. Lief dann gut, dann gab es die ersten Events, lief auch gut. Wir hatten eine Season, die erste EPS-Season war, sind wir bis ins Finale, haben wir keine Map verloren mit dem neuen Team und dann leider das Finale verloren. Und ja, da war ich auf jeden Fall ein bisschen traurig oder deprimiert. Aber ja, das musste man dann lernen. Und dann konnte ich sozusagen erst der werden, der ich bin, glaube ich, durch diese Niederlagen auch. Ihr habt ja das Finale gegen Alternate Attacks. Ja, gegen Mini haben wir verloren, ja. Weil die haben ihm vorher gesagt, ey, wir spielen nächste Saison nicht mehr mit dir. Und wenn Roman gar keinen Fakt mehr gibt, dann ist der absolut gefährlich und immer ein super, also der kann immer ein Spiel alleine gewinnen. Und das hat er auch im Finale gemacht. Definitiv. Leider. Starker Spieler auf jeden Fall. Gab es aber damals eigentlich auch ein Angebot von Alternate Attacks, dass die gesagt haben, nee, Moment, bevor der jetzt zu Mausports wechselt, würden wir gerne eigentlich Gobibe im Alternate-Dress sehen, im Alternate-Team? Nee, ich glaube, das gab es nicht. Ich weiß nicht mehr, wie das Attacks-Team damals ganz genau aussah, aber ich glaube, das gab es nicht und relativ früh hatte ich dann auch, ich habe, glaube ich, nie ein Angebot von denen, auch im Verlaufe meiner Karriere bekommen, weil ich glaube, es war einfach so, ja, Gott B ist jetzt Mausport sozusagen, der gehört dahin und das kam dann auch dann nichts mehr, weil wir sie auch dann regelmäßig geschlagen haben, wie gesagt, nur in der ersten Season nicht, aber irgendwann haben wir dann den Curse gebroken, sage ich mal, und das war dann auf jeden Fall so, dass ich da auch nie ein Angebot bekommen habe, aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch, es ist schon ein bisschen lange her, ja, aber nicht, dass ich wüsste auf jeden Fall jetzt. Du hast gesagt, ja, mit Toni zum Mausports gewechselt. Wie wichtig war er dann damals auch gerade am Anfang für dich, so als Kontaktperson natürlich auch? Ich muss mal sagen, als Kontaktperson vielleicht nicht so wichtig, weil wir sind relativ schnell als Team zusammengewachsen. Also Franz, Manu, also wir waren alle sehr gute, relativ sehr, also sehr schnell sehr gute Teammates. Und das war, glaube ich, auch wichtig, sodass nicht nur so Toni und ich so die Neuen sind, sondern wir waren total gemixt. Dann war Toni mal mit Navid unterwegs, dann war ich mal mit Manu vielleicht abends unterwegs oder ich war mit Franz im Zimmer. Also es war so
gar nicht getrennt. Und ich glaube, das war wichtig auch für den Erfolg dann um 2008, weil wir, also es war total, dann war der eine mal von denen genervt, dann war der eine, also es ging so voll hin und her und wir waren relativ schnell ein sehr, sehr gutes Team als, also als Einheit. Und ich glaube, das war, glaube ich, auch wichtig. Also es war jetzt nicht so, dass, aber es war natürlich hilfreich, dass ich auch noch einen neuen Spieler hatte. Und ich wusste halt auch, was für ein Talent Toni war. Also da konnte man, da wusste ich dann immer, ey, ich kann mich auf den verlassen, der ist ein, ich kann das ansagen, der wird das so spielen. Also das hat auf jeden Fall geholfen. Aber so, ich sag mal, die Neuen und die Älteren, das war dann nicht so, sondern wir waren dann eine Einheit. Und 2008 war ja wirklich das Jahr, muss man sagen, ne? Intel Extreme Masters in Hannover gewonnen, 50.000 Dollar Preisgeld, zweimal die EPS ja auch gewonnen, also dann auch Alternate Attacks dementsprechend in die Schranken verwiesen. Ihr wart beim Intel Extreme Masters in Dubai erfolgreich. Würdest du sagen, 2008 war so dein erfolgreichstes Counter-Strike 1.6 Jahr? Ja, also als Team auf jeden Fall. Das war auch sozusagen der Durchbruch als Ansager, weil da haben wir ein bisschen anders gespielt und am Anfang lief es ja überhaupt nicht. Wir waren eigentlich schon kurz davor, uns aufzulösen, würde ich mal sagen, weil nachdem man halt eine super, also eine perfekte Saison spielt, noch halt Ende 2007 zu den EPS Winterfinals und dann doch das Finale verliert, dann ist man so als junger Spieler so close und doch dann war ich sehr deprimiert und sehr traurig. Dann haben wir auch wieder gewechselt, dass Navid mal wieder doch ansagt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, also ich weiß auch, ich bin zu ihm gegangen, habe gesagt, ey Navid, ich sag jetzt an und ich mache das für das nächste Event. Und das war halt die sozusagen das Major in dem Jahr, also in Hannover, die CeBIT. Das war immer das größte Event im Jahr. Im März war die ungefähr immer. Ich sag jetzt an, nach so einem verlorenen Turnier, was wir gemacht haben, NGL One Finals, glaube ich, war es, habe ich gesagt, ich sag an und ich sag ohne Taktik an, ich sag alles sozusagen Unterhand an und ich mache nur Anti-Strats gegen jedes Team. Okay, okay, okay. Dann haben wir das Turnier surprisingly gewonnen. So, ich glaube, uns hatte niemand auf dem Schirm damals. Und dann habe ich auch erkannt, so, ey, also ich habe auch sehr confident während des Turniers, noch vor dem Halbfinale gegen SK, habe ich danach gesagt, ey, Navid, bei aller Arroganz, die ich habe, ich glaube, ich bin hier neutral, wenn ich sage, ich glaube, ich bin der beste Ansager der Welt. Also ich habe wirklich daran geglaubt. Und so wie ich auch Navid einschätze, hat er auch gesagt, ey, wir joken zwar jetzt oft rum, wir haben halt viele Jokes immer so gemacht, dass wir halt ein bisschen, ich sag mal, geisteskranke Egos beide haben. Aber wir wussten auch, was unsere Schwächen sind und wir konnten das auch immer gut miteinander kommunizieren. Und wir haben aber gesagt, ey, ich glaube ja. Und er hat dann auch irgendwann im Interview gesagt, dass er hat, glaube ich, die meisten Kills in der Geschichte, glaube ich, mit Pistol gemacht auf dem Turnier, weil der hat auch immer als Terror eine USP gelegt bekommen und hat so viele Kills gemacht und er meinte halt, ich habe das auch nur geschafft, weil sozusagen Fatih an mich geglaubt hat. Ich sag so, ja, er sagt so, was machen wir Pistol? Ich sage, ja, ich lege die USP, wir haben eh die Runde schon gewonnen. Also so, der Belief war von beiden Seiten sehr, sehr groß und ja, also da haben wir so viel Confidence gegeben für das ganze Jahr und es lief dann eigentlich sehr, 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 sehr gut und fast perfekt halt, ja. Ich hatte ja für die Counter-Strike-Dokumentation Mythos Counter-Strike auch den ein oder anderen Profispieler gefragt, ne? Blizzard, Kerrigan, Natu, Rambo und die haben eigentlich alle gesagt, hey, Gobi, das ist einfach ein Leader, wirklich einer, der ein Team führen kann. Woher kommt eigentlich diese Leader-Eigenschaft bei dir? Ich glaube, es kommt vom Fußball, da war ich auch relativ früh Captain, aber ich weiß auch nie, ich wollte nie so sagen, ey, ich will jetzt Klassensprecher sein, ich will jetzt Captain sein von der Fußballmannschaft, aber irgendwie wurde ich in die Rolle von den Trainern, ich sag mal, gedrängt oder geführt und irgendwie daher, aber ich weiß es nicht genau, woher es genau kommt, sonst würde ich das versuchen, auf jeden Fall Leuten beizubringen. Weiß nicht, manchmal sagt man, he's a born leader, also vielleicht wird man so geboren, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht einfach, ich kann es nicht genau sagen. Aber dir macht es schon Spaß, mit einem Team was gemeinsam zu erreichen und das dann anzuführen? Ja, auf jeden Fall. Also ich mag es, in Charge zu sein. Ich mag es, der verantwortlich sein, falls es klappt oder nicht klappt. Und ich bin auch sehr streng zu mir selbst, würde ich sagen. Aber ich bin auch streng zu meinen Teammates. Und da ich auch sehr streng zu mir selbst bin, denke ich, verzeihen mir meine Teammates, wenn ich dem auf die Finger haue oder auf mehr.
Du hast gesagt, Fußball, darf man erfahren, welche Position du früher gespielt hast? Ja, ich habe verschiedene Positionen gespielt, aber ich glaube, meine beste Position war Offensiv-Mittelfeld. Ich war mal Libero damals noch, dann war ich mal kurz rechter Verteidiger. Aber Offensiv-Mittelfeld war so die beste Position, die ich gespielt habe, noch am längsten, würde ich sagen. Also der Zehner, der Ja, genau, Spielmacher. der Zehner. Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, ne, mit Mitspieler, die man eben noch auch vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen härter rannehmen muss. Und Kerrigan hat es ja auch im Interview gesagt, ne, dummer Däne, so wurde er damals genannt. Er hat gemeint, es war alles sehr freundschaftlich, ne, aber kannst du dich noch daran erinnern, warum du ihn eigentlich dummer Däne dann teilweise genannt hast? Also ich weiß nicht, ob ich ihn so genannt habe oder ob er sozusagen dieses, ich sag mal, dieses Vokabular reingebracht hat. Aber auf jeden Fall haben wir es oft benutzt, weil er sozusagen, wenn es so zwei Möglichkeiten gibt, dann hat er die simple Gesichtvariante gewählt. Und irgendwann war das dann so ein Running Gag, genauso wie Roman Skateboard halt. Das kam dann irgendwann, weil er nur im Rennen geschossen hat und Finn halt wirklich nur, der hat nur Gesichter verteilt. Nur Headshots gegeben und das kam dann irgendwie. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob ich angefangen habe, ihn so zu nennen, aber es war auf jeden Fall so, dass beide wussten, wie das gemeint ist, das ist ja klar. Und es war auch, nennen manchmal immer noch so, so aus Spaß, weil ich weiß ja, dass es ja einer der intelligentesten Spieler jetzt heutzutage ist, auch einer der besten Leader und da bin ich auch sehr stolz auf ihn, wirklich. Er hat ja auch jetzt wieder ein Major oder ein großes Turnier gewonnen. Wenn du ihn natürlich auch ansiehst, so die Karriere, ja, hättest du damals gedacht, als du mit ihm bei Mouseboards gespielt hast, dass es sich so entwickelt auch mit Kerrigan? Also, wenn ich angenommen hätte, dass die E-Sport-Szene so groß wird, ja. Natürlich konnte man das damals nicht ganz so sehen, weil er war sehr diszipliniert. Er hat sein Studium durchgezogen, hat gleichzeitig immer sehr viel für CS gemacht. Und er hat mir auch damals gesagt: Ey, Fatih, ich war in meinen alten Teams auch Ansager. Also, ich wusste, dass das Potenzial irgendwann da sein könnte. Nur, dass er noch einmal halt, der musste ein paar Sachen fixen. So, wenn er mal ein schlechtes Spiel hatte, dass er trotzdem eine gute Laune hat, gute Vibes verströmt und das hat er dann sehr, sehr gut gemacht. Und es gab auch Spiele, wo er nicht so gut gespielt hat für uns bei Mouseports, nicht viele, ganz wenige nur, aber da hat er sich sehr, sehr vorbildlich entwickelt und da haben wir ihn auch immer nach dem Spiel gesagt: Ey, glaub mir, du hast uns gecarried, auch wenn du nicht auf dem Server uns gecarried hast mit deiner Stimmung. Und ich glaube, das hat er so mitgenommen in seine jetzigen Teams und wenn man sich auch die Spiele und so anguckt, ist er ein sehr positiver Typ. Und das freut mich, dass er das geschafft hat, sozusagen bis heute durchzuziehen. Früher gab es die zwei großen deutschen Teams, Mouseboards, Alternate Attacks, waren natürlich auch immer besondere Duelle. Wie besonders war für dich das Derby El Clasico Alternate Mouseboards? Es war immer was sehr Besonderes. Halt beim Management war das halt immer sehr wichtig und wir haben auch immer Prämien bekommen für das Spiel. Aber mir war es eigentlich uninteressant, wie wir in der Saison gespielt haben. Ob Prämie hin oder her, mir war das Geld egal. Ich wollte nur die Finals gewinnen. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Vielleicht erinnert ihr euch noch, weil damals war irgendwie so, Maus hat immer die Winterfinals, glaube ich, gewonnen. Oder andersrum, oder hat immer die Sommerfinals gewonnen. Und dann kamen wir einmal halt, und Attacks hat immer die anderen Finals gewonnen. Also die zwei. Das war irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, Maus Winter und Attack Sommer oder andersrum, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir einmal die Sommer Finals gespielt und ich war so, also ich habe die EPS immer sehr, sehr ernst genommen. Auch viel später, wo wir immer, also ich sag mal, immer gewonnen haben, absolut ernst genommen und ich wollte immer gewinnen. Und das war dann eher wichtig für mich, dass ich sie sozusagen auf den Finals und nicht im Winner Bracket Final oder so, sondern im Overall Final musste es schon sein, besiege. Und also das war dann für mich eher wichtiger. Aber die Rivalität war bis zum Ende mal sehr, sehr, sehr groß, wirklich. War auf jeden Fall ein besonderes Duell. Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, ne? Du hast ja mehrfach die EPS gewonnen und da kann sich natürlich auch so ein bisschen quasi Schlendrian einstellen oder man ruht sich auch ein bisschen auf den Erfolg aus und sagt sich, hey, lief jetzt eigentlich gut, alles ganz entspannt, so machen wir es einfach weiter. Aber du hast trotzdem immer über die Jahre versucht, besser zu werden. jeden Fall. Besonders in den auf den Finals war das immer so, dass ich noch mal ein bisschen alles so ein bisschen höher gedreht habe, also ein bisschen mehr gespielt habe, ein bisschen ernster gemacht habe, ein bisschen mehr, weil ich wollte nicht, dass ein anderes deutsches Team irgendwie sagen kann, ja, wir haben Mouseboards besiegt. Und das war mir sehr wichtig, weil ich weiß, wie das immer war. Einige Teams haben sich auch, wenn sie mal ein FNG gegen uns gewonnen haben, jahrelang drauf ausgeruht.
und gesagt, ja, wir haben sie im LAN besiegt und ja, aber besieg uns mal auf den Finals. Und das war sozusagen mein Ansporn immer, ja, wir können mal vielleicht hier und da ein FNG verlieren, weil die Teams waren auch gut, muss man sagen. Die EPS hatte auch international einen sehr hohen Stellenwert, weil erstens gab es sehr, sehr viel Geld und die Zuschauerzahlen waren immer sehr gut. Also für damals war das alles sehr, sehr wichtig. Und ja, ich habe auf jeden Fall das immer sehr, sehr ernst genommen und versucht auch immer sehr gut vorbereitet auf die Finals zu sein, auch wenn wir gegen, ich sag mal, vermeintlich schwächere Teams als ATEX gespielt haben, vielleicht in der ersten Runde. Und damit die auch wirklich keinen Raum haben, irgendwie eine Überraschung zu machen. Ihr wart ja 2008, 2009 wahnsinnig stark, auch international mit Mouseboards. Aber gab es auch andere Teams international, die dich so ein bisschen beeindruckt haben, wo du gedacht hast, wow, krass, also das ist schon auch was, vielleicht mal was Neues, was die spielen? Meinst du international? Also, ich weiß, dass SK immer ein sehr gutes Team war in der Hinsicht. Ich weiß, dass mir hat es gefallen, wie simpel Fnatic gespielt hat. Aber also ich sag mal, dieses Einfache so gut gemeistert haben, durch ihre Firepower, muss man natürlich allerdings auch sagen. Aber ich fand das immer sehr interessant. Aber es hat nicht unbedingt meiner Spielphilosophie, ich sag mal, widergespiegelt, oder ich wollte es nicht so ganz akzeptieren, dass das das einzige sein kann, das einzige Mittel, und das war damals ihr einziges Mittel, dass sie so, ich sag mal, relativ drei, vier Taktiken hatten, aber die sehr gut gespielt haben. Für mich war das immer so, wenn wir on point sind, müssten wir die besiegen, und ja, das war dann auch 2009 so. Ich glaube, die haben, ich habe 6 Monate auf dieses Duell gewartet. Und wir hatten zwar 2009 eine schwierige Zeit, aber dann gab es irgendein Turnier auf der Gamescom, das Supercup, irgendwas hieß es, ich weiß nicht mehr. 4 Teams wurden eingeladen: Fnatic, wir, MTW und ich weiß gar nicht mehr, wer das letzte Team war. Oder sind, nee, das sind drei. Noch irgendein Team noch, und da wurden die Spiele ausgelost. Ich weiß noch, wie Navid mich angeschrieben hat: er sagt, Glückwunsch, wir haben sie, es ist Fnatic. Und er wusste, dass ich 6 Monate auf dieses Duell gewartet, und sie hatten, das war halt wie die Gamescom so ist, im August, und sie hatten bis dahin kein Best of Three verloren. Aber man muss dazu sagen, das Turnier, also war aber jetzt nicht so prestigelastig, sehr groß, aber für mich war das sehr wichtig, weil wir hatten nicht so viele Sachen in dem Jahr, wir haben nicht so gut gespielt und ich wollte sie unbedingt besiegen. Und ich habe dann auch ein Interview gemacht mit Fragster, glaube ich, wo ich unfassbar viel Hate bekommen habe, und ich habe damals nicht einen einzigen Comment gelesen, auch nie, ich kannte auch die Redakteure nicht und so, und ich wusste auch nie, wer ist, weil das hat mich alles nicht interessiert so. Ich habe also dieses Interviewspiel habe ich nie mitgespielt, ich wollte einfach nur die Leute auseinandernehmen, und da hatte ich ein Interview und die haben mich gefragt, ey, ihr Fnatic Erste, die haben kein Best of Three bisher verloren, was denkt ihr, wie es ausgeht? Und ich habe gesagt, ja, ich glaube, es geht 16-9, 16-9 für uns aus. Also 2-0 einstellig, und die haben so angeguckt, so, ey, das kannst du nicht bringen, Mann, das kannst du nicht sagen. Also, ja, du bist confident, aber das ist schon geisteskrank. Aber ich habe es halt so gesagt, ich habe auch voll viel Hate dafür bekommen. Aber am Ende haben wir 16-9, 16-10 oder 16-9-9, irgendwie so um den Dreh haben wir gewonnen. Man muss aber sagen, das war jetzt nicht ein Turnier, was die sehr priorisiert haben. Vielleicht waren die einen Tag vorher feiern oder so. Aber das war mir dann egal, weil ich war so absolut ready für jede Runde. Ich hatte alles durchgeplant. Und wir haben das Turnier dann auch am Ende gewonnen gegen MTW. Aber ja, also solche Sachen waren dann da, und so viel zu, ich wollte mich immer verbessern. Und zwar auch nicht nur international so, sondern auch national. Und dennoch waren viele Sachen, die ich mir auch von Fnatic abgeschaut habe, dieses einfache CS so zu verbessern, dass es sozusagen zur Weltelite gehört, beziehungsweise die Weltelite sogar führt. Aber mit Akzenten, die meiner Philosophie entsprechen. Du hast wahnsinnig viele Turniere gespielt in deiner Counter-Strike 1.6-Karriere, auch viele gewonnen. Wenn du jetzt mal ein Event rauspicken müsstest, was ganz Besonderes war, was einfach auch dir so in Erinnerung geblieben ist, welches wäre das? Also als allererstes wahrscheinlich mein erstes Turnier, ESWC 2007. Das war einfach cool, weil ich war sozusagen neben den Leuten, die ich seit jahrelang angefannt habe, und habe halt Plays gemacht,
die sehr, sehr mutig waren und ich habe auf jeden Fall sehr mutig gespielt. Und als ich auch nach Hause kam, erinnere ich mich noch an ein Kompliment von Toni. Er meinte, ey, du bist MVP des Turniers. Du hast unfassbar krass gespielt und das bleibt natürlich in Erinnerung. Also das Turnier wegen dieser Historie und natürlich Cebit und Dubai, würde ich sagen. Also Cebit 2008, das war sozusagen das Major damals, die IEM. Und im gleichen Jahr dann Dubai, weil Dubai war so auch eine IEM, aber eine, ich sag mal, das war kein Major, aber das war so ein Major für so, ich sag mal, für die Spieler war das schon ein Major, weil, boah, geil, Dubai-Event, wir wollen die Könige von Dubai sein. So in jedem Gather, in jedem Prac hat man gemerkt, so, ey, die Teams, die machen ein bisschen, die spielen ein bisschen ernster in den Pracs, also die wollen das Turnier gewinnen. Und wenn man mal mit den Leuten gespielt hat oder gesprochen hat, mit Forrest oder mit Neo oder so, da hat man gemerkt, ey, die wollen das Turnier auch unbedingt gewinnen. Aber so, also jeder wollte so, dieses Turnier wollte man unter den Spielern ganz besonders gewinnen. Und ich denke, diese beiden, und 2010 würde ich noch sagen, wo wir die IEM Europe gewonnen haben, am Anfang des Jahres, weil das war wahrscheinlich mein bestes Turnier. Da wurde ich, also da war ich auch MVP. Und ich denke, die drei Events waren sehr besonders oder die vier, ja. 2010 war aber ein sehr trauriges Jahr. Toni ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Ihr war damals auch in Shanghai, um da auch an den Intel Extreme Masters teilzunehmen. Was ging dir damals durch den Kopf, als es hieß, Toni ist beim Autounfall verstorben? Ja, das Erste, was mir sozusagen durch den, also ich wurde angerufen von Genghis, und der hat es mir halt am Telefon gesagt und ich wurde voll blass. Ich konnte nichts antworten und habe dann auch so gesagt, so einen auf, so mach mal keinen Scherz. Aber in dem Moment wird ja halt nicht klar, so darüber wird keiner einen Scherz machen. Und dann ist mir das Handy auch runtergefallen. Navid hat sofort gemerkt, so da stimmt was nicht. Hat dann das Handy genommen. Wir sind zurück ins Hotel und es war so, man kann sich es nicht schlimmer vorstellen. Wir hatten einen 12-Stunden-Flug ohne Monitor damals und man hatte ja damals kein Tablet oder so. Also so der schlimmste Flug, dann kommt man an, man wird halt total schlecht von den chinesischen Mitmenschen behandelt. So, wir wollten ein Taxi, nein, euch geben wir kein Taxi. Und also so voll, wir haben voll die schlechte Erfahrung gemacht, vielleicht war es auch einfach Pech. Dann kommen wir ins Hotelzimmer, es war wirklich gefühlt 5 Quadratmeter groß, keine Fenster. Es war so dafür gemacht, einfach deprimiert zu sein. Aber dann sind wir auch relativ früh, haben wir gesagt, ey komm, wir gehen ein bisschen raus, sind zusammen. Dann ging es noch und ja, dann hat man natürlich getrauert, als ich dann, wir sind am nächsten Tag wieder zurückgeflogen und die Frankfurter Jungs haben dann alle gewartet, die kannten ja auch alle Toni und der war ja alle unser Freund. Und ja, da haben wir so zusammen getrauert und das ist eigentlich eine schöne Erinnerung zurück, weil wir so füreinander da waren und natürlich getrauert, ich hatte keinen Bock mehr auf CS, aber die Season wollte ich dann noch zu Ende bringen und ja, dann haben wir auch mit Blizzy gespielt, ihn immer wieder geholt, damit er ein paar Trophäen einsacken kann. Nee, also war eigentlich eine schlimme Zeit, aber eine schöne Zeit, weil ich mich daran erinnere, wie wir füreinander da waren. Wie eng war eure Verbindung damals? Also du und Toni, ihr habt ja auch lange dann zusammengespielt und auch so auch privat, glaube ich, auch viel gemacht. Ja, klar, also er war auf jeden Fall wie so ein kleiner Bruder, würde ich sagen. Es gab voll viele Parallelen. Er hatte am gleichen Tag Geburtstag und also so voll viele Parallelen zu unser Leben, würde ich sagen, aber ja, also es war einfach einer der besten Mates, die ich hatte, würde ich sagen, und ein sehr, sehr, sehr guter Freund. Was hat ihn damals ausgezeichnet? Nicht nur spielerisch, er war ja so ein sogenannter Hybrid-Spieler, der alles konnte, sondern eben auch menschlich. Ja, menschlich, dass er absolut süßer Junge war. Bisschen naiv, aber so die Naivität, die man jemandem so verzeiht, weil er halt so freundlich ist und nett. Und ich würde sagen, auch so insgesamt seine herzlich gute Art, so dass er auch jedem alles gönnt, denke ich, hat ihn ausgezeichnet und war ein sehr, sehr witziger Weggefährte, würde ich sagen, der so immer coole Witze gemacht hat und für jeden Spaß zu haben war. Und wir haben sehr, sehr viel Dota und Honn zusammen gespielt, also wir haben sehr viel außerhalb des Spiels auch so gemacht noch. Musste dann weitergehen bei Mousesports. Kerrigan wurde geholt. Und wenn du mal zurückschaust, Counter-Strike 1.6 damals, du warst natürlich auch international sehr geschätzt. Gab es da andere Clans, internationale Clans, die vielleicht mal angefragt haben bei dir und gesagt haben, hey, wir könnten uns hier so ein internationales Line-up vorstellen? Wäre das auch für dich interessant, Mousesports dann eben zu verlassen? Es wäre bestimmt interessant gewesen. Also
Ich glaube, andere Teams haben nicht angefragt. Aber was für mich sehr interessant gewesen wäre, mal mit Tas und Neo zusammen zu spielen. Ich hatte mal irgendwann die Idee. Ich glaube, es war Tas, Neo, Syx. Ich weiß nicht mehr, wer der vierte war. Ich glaube, Navid und ich, dass wir so ein Team gründen. Ich weiß auch, es war auch so kurz davor, dass das klappt. Also was heißt kurz davor, sondern dass wir das realisieren wollten. Aber ich hatte, glaube ich, auch mit Tas und Neo mal geredet. So, die konnten sich es auch mal vorstellen. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, warum es nicht geklappt hat. Aber andere internationale Teams würde ich mich jetzt auch nicht genau dran erinnern, glaube ich. Also keine Mal gekommen irgendwie von, was ich, SK oder Navi, Fnatic, die gesagt haben, oder 4Kings hatten ja auch gerne mal internationale Lineups. Nicht, dass ich mich erinnere, weil ich glaube, mein Englisch war auch damals sehr schlecht. Das wurde erst dann zwischen 2011 besser so. Da hat es angefangen, besser zu werden. Ja, aber da gab es auch damals nicht so viele internationale Teams wie jetzt, also müssen die Leute wissen, deswegen. 2012 kam das aus von Counter-Strike 1.6, weil die ESL ja auch gesagt hatte, wir setzen jetzt auf Counter-Strike Global Offensive, und es war eben auch für 1.6 und Source dann quasi so der Todesstoß. Wie schaust du jetzt generell auf deine Counter-Strike 1.6 Karriere zurück? Ja, also das ist auf jeden Fall eine Zeit, an die ich mich immer sehr gerne zurückerinnere. Es gibt ja auch nicht mehr so viele Leute, wo man darüber reden kann. Ich bin, zum Glück habe ich noch Lenz, Roman, Blizzy noch an der Seite. Und halt noch Yilmaz und so. Also es gibt noch ein paar Leute, mit denen man über diese alten Zeiten reden kann. Und da findet man immer nach jedem Gespräch immer noch mal so, ey, ja cool, diese Geschichte ist ja eigentlich auch cool. Also die könnte man auch irgendwann erzählen. Aber so, also alleine die Zeit und die Nostalgie, die dahinter steckt, ist einfach unvergleichlich. Dieses Gefühl, was dir einen gibt, von der so Gelassenheit, die man damals hatte. Ich sag mal so als Jugendlicher oder so, als wie einfach zur Liebe des Spiels alle Sachen gemacht hat und nicht versucht hat, the bigger picture zu sehen, sondern dass man einfach versucht hat, aus der Liebe zum Spiel heraus zu handeln, ist, glaube ich, mit das größte Geschenk, was Counter-Strike uns geben kann oder geben konnte. Und dadurch noch jetzt eine Möglichkeit zu haben, in der Branche zu arbeiten, ist natürlich, ich sag mal, ein bisschen Bonus. Definitiv. Du hast mit sehr vielen verschiedenen Spielern in 1.6 gespielt. Toni, Roman R, Blizzard, Gore, Kerrigan. Welche Mitspieler hat dich persönlich am meisten beeindruckt in deiner Counter-Strike-Karriere 1.6? Das ist, also beeindruckt wahrscheinlich Toni, würde ich sagen, weil ich will, also auch Roman auch, aber so auch Tixo war die ersten Zeit immer MVP, würde ich sagen, hat unglaublich krass gespielt, aber so. Ich sag mal, also bei Tixo zum Beispiel erinnere ich mich an eine Story, da waren wir kurz vor dem waren wir im Winner Bracket Final in Dubai, dieses Event, was ich meinte. Wir haben gegen die Finnen gespielt, also gegen WinFact, aber ich weiß nicht mehr, wie die damals hießen, also Lopez und Co. Und dort meinte er, ey, Gob, benutze mich wie dein Bot, weil er war unser Lurk und ich habe ihm immer gesagt, geh jetzt ein bisschen vor, geh ein bisschen zurück. Und der, also war sozusagen so bereit, Soldat zu sein. Das hat mir sehr, sehr imponiert und sehr gefallen. Aber da gibt es so viele Teammates, ich könnte keinen nennen. Auch wo ich mit Vin gespielt habe, also mit Ninja, war das auch sehr, sehr schön, weil seine positive Art hat mir sehr gefallen. Bei Finn zum Beispiel hat mir seine Süße und seine Gelassenheit sehr gut gefallen. Bei Roman halt dieses, wir geben Gas und nehmen den Gegner einfach auseinander und seine Motivation in, also bei jedem könnte ich bestimmt irgendwas anderes nennen. Bei Franz, dass der Typ einfach so eine coole Socke ist, also bei Gore. Und bei Navid einfach sein Mindset. Die Liste ist lang, glaube ich, dort. Aber einen könnte ich nicht nennen, denke ich. Ist schwierig. Und die nächste Frage ist leider genauso schwierig. Wer war für dich der beste Spieler in Counter-Strike 1.6? Ja, so Syx auf jeden Fall. Syx, Roman, wenn ich mich nicht selbst nennen könnte, dürfte, dann Syx, Roman und ich würde sagen in der Blütezeit Navid. Also das waren die drei besten deutschen Spieler, würde ich sagen. International? International würde ich sagen Forest, Neo, Getright, Syx, würde ich sagen. Roman vielleicht auch noch, also so Top 5. Weil die hatten alle ein bisschen ihre Zeit. Zum Beispiel später kam Gux, der war eine Phase sehr gefährlich. Also
phasenweise, aber wenn man die besten sagen müsste, müsste man wahrscheinlich Forrest und Neo, würde ich dann sagen, weil die waren nochmal besonders, Get Right auch, aber die beiden waren ein bisschen länger, ein bisschen besonders, würde ich sagen. Aber Forrest dann Nummer 1? Ich würde Neo sagen in seiner Zeit, aber wenn ich insgesamt sagen müsste für die ganze Zeit, würde ich vielleicht Forrest sagen, ja. Aber ist natürlich klar schwierig zu sagen. Ja, genau, ist sehr, sehr, sehr close, definitiv. Du bist dann umgestiegen von 1.6 auf Counter-Strike Global Offensive. Der Umstieg ist dir, ich würde sagen, jetzt nicht so ganz einfach gefallen. Was waren da die Schwierigkeiten? Ja, die Schwierigkeiten war, ich habe 2015 angefangen und da haben die Leute schon 3 Jahre gespielt. Also das heißt, ich musste mit 800 Stunden gegen Leute mithalten, die 4.000 bis 5.000 Stunden hatten. Und egal welches Talent ich habe, egal welche analytischen Fähigkeiten, die Spielstunden haben mir einfach gefehlt. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich relativ gut noch ins Spiel gekommen. Nach direkt 6 Monaten oder so haben wir es auch geschafft, mit einem deutschen Team Top 10 zu erreichen. Und haben uns auch im Laufe des Jahres in den Top 10 gehalten. Ich glaube, einmal waren wir Sechster oder so. Also es lief nicht ganz so schlecht, nur man konnte vielleicht nicht in einer dominanten Art und Weise mithalten, wie man es sich gewünscht hätte. Individuell lief es für mich nicht so gut, muss man sagen. Da muss ich noch ein bisschen absteppen, aber ich denke, hier und da habe ich auch bessere Zeiten gehabt, aber man muss sich so überlegen, damals gab es keinen wirklichen Coach oder wir hatten keinen Coach. Ich musste sozusagen das Coaching übernehmen, während ich ein neues Spiel lerne. Also das war ein bisschen zu viel. Dafür hatte ich auch einen Plan, dass ich das dann 2016 anders mache mit einem Coach und so. Bin dann aber von Mousebot sozusagen gekickt worden und dann nach Amerika zur Energy gewechselt. Und dort hatte ich dann auch die Zeit, um mich auf mich selbst zu konzentrieren. Und dann seitdem lief es eigentlich auch individuell ein bisschen besser gesehen. Aber Großen und Ganzen lief es eigentlich gar nicht so schlecht in der Zeit. Nur man hätte sich wahrscheinlich mehr gewünscht. Du bist dann nach Amerika auch gezogen. Also hast dann ja, auch dort genau. gelebt. Wo warst du dann quasi da? Wir waren erst in Vegas, dann sind wir im Ende des also zweite Hälfte des Jahres, also 2016, sind wir dann nach LA gezogen. Wie war das, wenn man dann plötzlich in einem ganz anderen Land lebt, in den USA? Ja, ich war schon ja öfter in den USA, also es war auf jeden Fall so, wie man sich es aus Fernsehen kennt. Also es war sehr cool, war eine sehr schöne Zeit. Wir haben unfassbar viel gespielt, auch individuell. Es war einfach nötig, dass man die Stunden ein bisschen aufholt, dass dieser Gap nicht so groß ist, wie ich schon eben gesagt habe. Ich hatte 800 Stunden, so zusammengekratzte Stunden in den 3 Jahren. Und meanwhile haben die anderen halt jeden Tag trainiert, dann noch ihre Getter gespielt. Also die waren einfach zu weit voraus, deswegen habe ich die Zeit gebraucht. Und also die Energy-Zeit ist eine sehr schöne Zeit. Ich erinnere mich sehr gerne daran zurück. Und das war auch der Baustein, der grundlegende Idee, die dann dort entstanden ist, Big zu gründen. Und der Rest ist auf jeden Fall dann ein bisschen Geschichte, würde ich sagen. Big 2017 gegründet, genau, das Liner war ja damals mit dir, Nex, Tapsen, Legia war auch noch mit am Start. Und Kief, ja. Kief, legendäre AWP natürlich, genau. Wie kam es dann genau eigentlich zu dieser Gründung von BIG? Wie habt ihr da alles dann organisiert und gemanagt? Ja, als erstes hat mich halt Christian Lenz, der auch hier hinten im Hintergrund sitzt, angeschrieben, hat gesagt, ey, wollen wir nicht so ein eigenes Projekt machen? Und in der Phase hatten wir uns auch gesagt, Amerika war schon cool, also zu leben und zum Chillen. Man hatte viel Freizeit, weil gefühlt hören da die Practice um 18 Uhr auf und um 15 Uhr gehen sie los, also so ein 3-4-Stunden-Tag. Natürlich kann man vor und nachher noch ein bisschen besprechen, aber so und die Gegner waren relativ schlecht, gegen die man geprackt hat, obwohl in diesem Jahr sogar das, also NA relativ stark war, weil Simple war dort, die brasilianischen Teams hatten gute Szenen, aber es gab wirklich nur ein paar Teams, gegen man pracken konnte und in Europa, auch wenn du da gegen den 36. Der Welt prackst, ist das ein ordentlicher Prack. Und du findest immer mal wieder was. Also deswegen war uns relativ schnell klar, wir müssen zurück nach Europa. Was machen wir da? Und wir wollten auf jeden Fall zusammen weiterspielen mit Nico, also Legia und Johannes Tapsen. Und meine Wenigkeit. Und da kam halt Lenz mit der Idee, ey, wir haben hier mit Yilmaz und mit den ganzen Leuten, die jetzt bei BIG sind, eine Idee, das zu gründen. Deutschland braucht wieder ein Team, wofür sie cheeren können. Mousebots ist international gegangen, immer weiter, immer weiter.
und hat ein bisschen ihre Roots, würde ich mal sagen, sozusagen verloren in die deutsche Szene. Also lass das machen. Ich glaube, das kann ganz gut werden. Habe ich gesagt, ey, sehr gerne. Für mich war relativ klar, der vierte Spieler muss Next sein. Unter mir hat er eigentlich immer sehr gut gespielt. Ich habe mich immer sehr gut mit ihm verstanden. Der kannte die anderen Spieler. Er war auch relativ schnell on board, war in der Zeit inaktiv. Und Keith war einfach so eine upcoming AWP, mit der wir sehr viel guten Kontakt hatten auch. Und der war auch, würde ich sagen, einer der besten Spieler 2016. Deutschen 2000 Spieler hat die ESWC gewonnen mit Alternate Attacks, wo er wirklich unfassbar gut selber gespielt hat. Und deswegen, so kam das dann zustande, also diese fünf Spieler. Und es lief ja auch direkt gut beim ersten Turnier damals, Dreamhack in Leipzig, zweiten Platz habt ihr da belegt. In deinem Wikipedia-Eintrag steht aber immer ganz groß dran, trotz seiner starken Karriere hat Gobi nie ein Major-Event gewonnen in Counter-Strike Global Offensive. Ja, wie sehr ärgert dich das denn so im Nachhinein? Man müsste denken, dass es mich mehr ärgert, aber tut es nicht so sehr, weil der Prozess mir immer sehr wichtig war. Und natürlich würde ich sehr gerne, also ich hätte Cologne 2018 sehr gerne gewonnen. Aber für mich ist es so, wenn ich jetzt Coach bin, ist es so, als ob ich spiele. Und wenn ich irgendwann ein Event gewinne als Coach, ist das für mich wie, als würde ich es mit Spieler gewinnen. Weil ich bin einfach, ich lebe das Spiel. Ich setze noch genauso viel Zeit in das Spiel, wie wenn ich spiele. Deswegen, also man würde denken, dass es mich mehr stört, aber tut es gar nicht so sehr, weil wir hatten sehr, sehr, sehr viele schöne Momente mit Big und an die ich mich sehr gerne zurückerinnere, die vielleicht sogar schöner sind als die Siege mit Mouseboards in 1.6. Deswegen weine ich da nicht so viel hinterher, wie man vielleicht denkt. Du hast dann im August 2019 deine Spielerkarriere beendet. Was waren die Hauptgründe? Die Hauptgründe waren einfach, dass ich das Spiel in der Phase auch nicht mehr so viel gemocht hatte. Wir hatten eine sehr lange Durchstrecke und ich habe ein bisschen Change gebraucht, würde ich sagen. Johannes war immer, also Tapsen war immer mehr ready zum Ansagen. Das war auch so eigentlich mein Plan. Und das eine kam dann so zum anderen. Das war dann eine gute Situation. Ey, jetzt aufhören, natürlich hätte ich gerne in einem High aufgehört. Aber wie gesagt, für mich ist das kein Karriereende gewesen, sondern nur ein Chapter hat sich geschlossen. Und das habe ich schon damals so gesehen, obwohl damals noch keine großen Pläne hatte. Jetzt vielleicht irgendwann Coach, ja, aber ich weiß noch nicht genau wann. Und vielleicht ein anderes Spiel zu spielen war eigentlich gar kein Thema. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass das nicht so das Ende war. Deswegen habe ich da auch nicht so viel hinterher geweint. Auch dort nicht. Du bist dann genau Coach geworden, hast ja auch dann mal eine Zeit lang Valorant gespielt. Mittlerweile bist du Head Coach von Big in CSGO. Trotzdem fehlt dir manchmal so das aktive Spielen, das aktive Zocken? Tatsächlich nicht so sehr, wie man denkt, weil wenn ich jetzt auf den Turnieren bin, ist das genauso anstrengend, hinter den Jungs zu sein. Aber natürlich, mir fehlt es, in-game zu sein und meinen Input zu geben. Das kann ich aber noch manchmal machen, wenn wir zum Beispiel online ein Turnier spielen. Da kann ich dann noch meinen Input geben und die Spieler zu verbessern ist jetzt einfach meine Aufgabe und meine Ambition auf jeden Fall auch. Und deswegen, also ja, manchmal denke ich mir so, boah, wenn ich nur in-game werde, könnte ich das und das machen, spiel's doch lieber so, aber ich denke, das ist der normale Drang, aber der Drang davon wird gestillt in dem Kompetitiven und den habe ich immer noch auch als Coach und deswegen ist das so gut eigentlich. Aber es wird jetzt kein Comeback geben quasi als Spieler in der nächsten Zeit? Nee, es wird kein Comeback geben, weil ich bin sehr glücklich mit der Position, die ich jetzt habe und die macht mir auch also viel mehr Spaß, als ich sie gedacht hätte am Anfang. Aber ja, es ist umso schöner, dass es mir so viel Spaß macht. Du bist ja eng mit dem E-Sport verwurzelt. Trotzdem gäbe es auch einen anderen Berufszweig, der für dich in Frage kommt, wo es auch vielleicht interessant wäre, wo du sagen würdest, hey, in dem Bereich hätte ich vielleicht doch auch mal gerne Erfahrungen gesammelt? Schwer zu sagen. Also ich denke, mein Lehrer hätte gut gepasst. Aber auch nur, wenn die Schüler so Bock haben. Deswegen schwer zu sagen. Ansonsten vielleicht sowas, so ein Verkäufer. Vielleicht im Autohaus oder so. Also ich mag mich sehr in Sachen hineinzulesen. Vielleicht auch Uhrenverkäufer oder so. Also sowas würde mir vielleicht auch liegen. Aber wenn es jetzt nicht ums Liegen gehen würde, so was mir liegen würde, sondern was ich mal gerne machen würde, vielleicht irgendwas in der Forschung, könnte ich mir denken, dass das sehr interessant wird oder sowas,
Irgendwie sowas, was jetzt nicht vielleicht finanziell so viel Geld bringt, aber irgendeine Ambition, die ich so folgen kann oder irgendwas, was ich so folgen kann, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich mag sehr halt vielleicht auch so Projektleiter oder sowas. Ich mag es an Projekten zu arbeiten mit so einem Team, dass man sagen kann, für mich ist jedes Turnier ein Projekt und das ist auch immer sehr schön, wenn man daran arbeitet. Du hast gesagt, Lehrer wäre was. Was wären so deine Fächer, die du gerne unterrichten Mathe und würdest? Physik. Okay. Ja, das waren meine LKs und das wäre auch das, was ich glaube ich. Und Sport vielleicht noch. Mathe, Physik, Sport würde ich vielleicht machen, ja. Wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten gut 20 Jahre Counter-Strike, wie schaust du zurück? Ich schaue auf jeden Fall mit einem Lächeln zurück und denke mir manchmal, heilige Scheiße, ist das schon lange her. Und ich denke einfach halt, das ist manchmal so, also so surreal, dass es so lange her ist. Und ich fühle mich halt noch immer übertrieben jung, weil ich mit so vielen jungen Leuten zu tun habe. Wenn ich zum Beispiel mit Karim, also mit Krimbo unterwegs bin, der jetzt 20, 21 ist oder 19 noch. Also deswegen, man hält sich voll jung, kriegt die ganzen neuen Trends mit, aber irgendwie ist das, also macht das unfassbar viel Spaß. Und das ist das Schönste vielleicht, was Counter-Strike auch jemandem gegeben hat, dass ich mich so jung halten kann. Weil ich mit so vielen jungen Leuten zusammenarbeite und ich versuche denen immer noch so ein bisschen die guten alten Werte mitzugeben. Und das ist eigentlich immer ganz schön und man hat immer eine neue Geschichte auf Lager. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Also, ich blicke auf jeden Fall mit einem breiten Grinsen zurück. Ja, das auf jeden Fall. Und wenn du nach vorne schaust, wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Also, in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch als Coach, dann vielleicht irgendwann im Management und auf jeden Fall irgendwann wieder mit der Jugend zusammenarbeiten, vielleicht in der Förderung, in die oder vielleicht einen ganz neuen Zweig was lernen. Ich weiß noch nicht, weil irgendwann ist eine neue Herausforderung bestimmt sehr interessant und vielleicht kommt das neue neues CS raus. Das wäre nochmal interessant. Aber ich denke, also Coaching ist auf jeden Fall so die nächsten Jahre das, was ich machen will und dann mal gucken, so auf jeden Fall. Da halte ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen so, Inspiration, vielleicht inspiriert mich was anderes, gehe ich in einen anderen Weg, aber auf jeden Fall das tun, was ich liebe, ist das Wichtigste und ich hoffe auch die Chance, die ich bekommen werde. Wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft. Bedanke mich recht herzlich für das Ja, Interview. zum Glück hat es heute mal geklappt, ja. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Das war Fatih Dayek, aka Gobby. Dankeschön fürs Interview. Ich habe zu danken, Dankeschön.